Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Komm, Hermes. Wir schweigen können uns nicht weiter. Komm, Julian. Vielleicht können Sie Stiefsohn Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Mein Mann ist vor 5 Wochen unerwartet gestorben. Das ist doch gelogen! Ich wollte ihn nicht hergeben. Wir wollten für immer zusammen sein. Ich habe ihn im Garten beerdigt. Die Spurensicherung wird das überprüfen. Was ist mit dem Fotomodell? Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Vielleicht hat sie nur einmal für meinen Mann gearbeitet. Das kam vor. Und das Taschentuch? Sein Markenzeichen. Jedes Modell bekam eins. Was hat Hans Willard mit der Sache zu tun? Nichts. Er assistierte meinem Mann gelegentlich. Und war gestern bei ihm? Ja. Er benutzt hin und wieder das Atelier für eigene Arbeiten. Geben Sie mir bitte schön das Tempo. Tempo. Tempo, das neue deutsche Monatsmagazin. Hass und Liebe, Sturm und Drang, Angst und Lust. I love Tempo.